Ismael Zambada Garcia, auch bekannt als El Mayo, und Joaquin Guzmán López, Sohn von El Chapo, werden im US-Bundesstaat Texas festgenommen. Das Sinaloa-Kartell gilt als einer der gewalttätigsten Drogenorganisationen weltweit. Zambada und Guzmán López landen mit einem Privatflugzeug in El Paso, Texas, und werden dort von US-Beamten verhaftet. Berichten zufolge stellen sich die beiden freiwillig den Behörden. Das US-Außenministerium hatte eine Belohnung von bis zu 15 Millionen US-Dollar für Hinweise zur Festnahme des 76-jährigen Zambada ausgelobt. Gegen ihn gibt es mehrere Anklagen, darunter Verschwörung zur Herstellung von Kokain, Heroin, Methamphetamin, Fentanyl sowie Mord und Geldwäsche. Zambada zählt zu den bedeutendsten Drogenhändlern Mexikos und gründete das Sinaloa-Kartell gemeinsam mit El Chapo, der 2017 an die US ausgeliefert wurde und nun eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Nach El Chapos Auslieferung übernahmen seine Söhne, bekannt als Los Chapitos, seine kriminellen Geschäften und wurden zu bedeutsamen Fentanyl-Exporten in die USA. Ein weiterer Sohn von El Chapo, Ovidio Guzmán, wurde im September von Mexiko an die USA ausgeliefert.